Hallo, ja, die Tante Jolisch ist auf der Bundesgeneralversammlung der Piratenpartei Österreich gelandet. Und neben mir stehen der Christoph Trunk und der Toni Stracker. Und ich denke, die stellen sich am besten in ihrer Funktion mal selbst vor. Christoph, welche Funktion hast du bei den Piraten? Ja, servus. Ich bin Vorstand von der Wiener Landespartei, von der Organisation und auch in der Taskforce Medien aktiv. Das heißt, ich kümmere mich auch um Bundesmedienmitteilungen und Pressegespräche und so weiter. Ah ja. Und du, Toni, was hast du für eine Funktion? Ich bin eben Mitglied des Landesvorstands Wien, Wirtschaftssprecher und Bundesmediensprecher. Wirtschaft ist gleich ein gutes Stichwort. Bei den Piraten ist man ja anscheinend nicht wirtschaftlich so versiert, zumindest äußert man sich da sehr verhalten. Wie siehst du diese Entwicklung und was wünschst du dir, wie das in Zukunft aussehen sollte? Das ist ja gerade der Grund, warum ich zu den Piraten gekommen bin, weil alle anderen Parteien keine brauchbaren wirtschaftlichen Programme haben. Und ich merke, es gibt ja hier auch sehr grundsätzliche Diskussionen, wie man es überhaupt machen will. Und da möchte ich überhaupt einmal der Basis Modelle vorzeigen, damit die Basis entscheiden kann, in welche Richtung die Wirtschaftspolitik der Piratenpartei gehen kann. Bis jetzt gibt es bei uns überhaupt keinen Ansatz. Den Ansatz, das bedingungslose Grundeinkommen einfach zu beschließen, wo wir nicht einmal eine eigene volkswirtschaftliche Gesamtrechnung haben, wie das zu finanzieren ist und uns das Modell von ATTAC kopieren müssen, finde ich, ist nicht der Ansatz, den eine Partei hat. Eine Partei muss ihre eigenen Ideen haben und entwickeln. Heißt aber nicht, dass man auf Grundlage dieser Vorschläge nicht auch Modelle entwickeln kann, oder? Ich will ja einen Vergleich der Modelle, die gangbar sind, und vor allem, ich denke doch, es gibt einen Konsens, es muss unter dem Prinzip der Kostenwahrheit passieren, weil während wir hier diese Bundesgeneralversammlung abhalten, die 10 Stunden dauert, zahlt Österreich alleine 10 Millionen Euro an Zinsen. Ja? 100 solche Dauer wäre 1 Milliarde für die Bildung, die berühmte geforderte Bildungsmilliarde, und es wird die Schulden steigen mit jeder Sekunde weiter, und wir dürfen das jetzt nicht weiter auf die lange Bank schieben, weil da kommen jedes Monat Milliarden zusammen. Danke. Christoph, das Thema Wirtschaft, wie siehst du das? Wo siehst du da Chancen? Wo siehst du Defizite bei den Piraten? Ja, Defizite sehe ich, wir haben jetzt noch kein Programm, was beschlossen worden ist hinsichtlich der Wirtschaft. Das können wir aber zu unserem Vorteil nützen, indem wir uns eben basisdemokratisch zusammenraufen. Wir können uns die Experten einladen, wir haben die Experten teilweise selbst sogar in der Partei. Und also wir sind auf einem guten Weg, uns basisdemokratisch auf eine gemeinsame Linie zusammenzuraufen. Thema Korruption, das ständig brennende oder schwelende Thema in Österreich. Wie seht ihr die Rolle der Piraten zu diesem Thema oder bei diesem Umstand? Als erstes bin ich einmal glücklich, dass die Piraten nicht davon betroffen sind. Es ist alle 5 im Parlament vertretenen Parteien sitzen im Urausschuss, sind in irgendeiner Weise negativ involviert, inklusive der Grünen. Dadurch sind 83% der Österreicher, haben letzte Woche in einer Umfrage gesagt, alle Politiker im Parlament sind korrupt. Und dass, wenn 4 von 5 Österreicher unzufrieden sind mit der Politik, die im Moment gemacht wird, und im Urausschuss ja nichts anderes rauskommen wird, als dass sich die gegenseitig decken und wieder keine Konsequenzen gezogen werden, ja, gehört da auch ein Korrektiv ins Parlament, und deswegen wollen wir bei den Wahlen antreten und ins Parlament, weil vor dem Parlament demonstrieren und schreien, kümmert die überhaupt nichts. Wenn wir drinnen aber mal wirklich an der Neugestaltung Österreichs mitarbeiten können, können wir da sicher Akzente setzen, die sich viele Leute, glaube ich, wünschen. Danke. Christoph, welche Art Akzente siehst du da? Wie siehst du die Rolle der Piraten bei der Korruptionsbekämpfung? Wir leben zum Beispiel schon aktiv das vor, was wir von den anderen Parteien einfordern. Das ist zum Beispiel die Kostentransparenz. Woher beziehen die anderen Parteien ihr Budget? Werden sie gesponsert? In welchen Netzwerken sind die Politiker in den anderen Parteien sonst noch vertreten? Wir wollen das alles offenlegen. Wir haben das alles offengelegt und leben so schon das vor, was wir bei den anderen sehen wollen. Danke. Letzte Frage zu den Medien. Diesen Sonntag hat ja der Kurier 4 Doppelseiten Thema Piraten gebracht. Wie erklärt ihr euch diese Entwicklung? Fangen wir mal beim Tomi an. Ich bin seit 20. Februar Bundesmediensprecher zusammen mit dem Christoph Trunk in der Partei,
und also eine einfache Google-Suche ergibt, dass seither es in den letzten 6 Wochen mehr Mediennennungen der Piratenpartei als in den 6 Jahren zuvor gegeben hat. Und ich bin auch eben hingekommen, weil die mediale Schiene in der Piratenpartei vollkommen vernachlässigt worden ist. Wir müssen auch noch eine Bild- und eine Fotosprache entwickeln. Das kommt noch dazu. Wir haben Testimonials, da gibt es ein Video dazu, von dem ich hoffe, dass es vielleicht hier heute noch vorgeführt wird, wo das Feedback von den Mitgliedern ist. Und das divergiert zum Teil sehr mit den Vorstellungen. Ich glaube nicht, dass sich 8 Millionen Österreicher am basisdemokratischen Prozess nach 8 Stunden Arbeit beteiligen werden. Dankeschön. Christoph, du hast auch schon Erfahrung gesammelt mit den Medien. Ich erinnere mich an diese Veranstaltung im Palmenhaus, wo uns nachdem der Berliner Pirat Fabio Reinhardt dort war, gesagt wurde, wenn die gewusst hätten, dass ihr die seid, die eingeladen haben, dann hätten sie euch da nicht diese Veranstaltung machen lassen. Ja, was sind deine Erfahrungen mit den Medien und wie geht ihr damit um? Ja, ich meine, wir lernen halt durch das Machen. Deine angesprochene Palmenhaus-Geschichte war dann nicht nur positiv, es wurde nicht nur positiv aufgenommen, aber zumindest, weil wir es waren, die Piraten, hat er das Pressegespräch nicht unterbrochen. Das heißt, es sind sowohl positive Aspekte auch bei der Presse zu beobachten. Und jetzt der aktuelle Hype, ich sehe das halt durch die Saarlandwahl auch ganz stark, durch die Berlinwahl letztes Jahr, den Leuten und den Medien wird bewusst, die Piratenpartei, egal in welchem Land, ist keine Eintagsfliege und es geht aufwärts. Wer war denn alles da von der etablierten Presse, von etablierten Medien? Die Tanjole ist ja nicht etabliert, sondern ist ja, naja, ein bisschen Unikum. Wer war denn da alles da, wenn ich fragen darf? Du bist vielleicht da. Wobei jetzt? Welche Medienvertreter waren denn heute oder sind heute alle zu Gast? Also ich habe mitbekommen, Falter, Standard Presse, Austria Presseagentur, ORF, Puls 4 war hier. Das sind jetzt WinTV.org ist dabei gewesen. Das sind jetzt die, die mir einfallen. Und mir fällt halt auf, dass plötzlich, seitdem sich in der Medienarbeit etwas tut, auch über die Piraten gesprochen wird. Ich möchte in dem Zusammenhang vielleicht auch einfügen, dass wir uns nicht hinter deutschen Vorbildern verstecken sollten, weil in Deutschland ist genau das Problem, dass eigentlich die Öffentlichkeit, die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit wahrscheinlich zu 90% von der Galionsfigur Marina Preisband getragen wird. Wenn die jetzt zurücktritt, bleiben wieder über, die Piraten haben kein Programm und die Piraten haben nur Personaldiskussionen. Wir haben beispielsweise als österreichische Piratenpartei Österreichs uns schon am 30. Jänner dezidiert gegen den europäischen Stabilitätsmechanismus, der eigentlich die Unabhängigkeit des Landes nach Ansicht vieler Verfassungsrechtler bringt, beschlossen. Vor 4 Tagen ist ein entsprechender Beschluss bei der Piratenpartei Deutschland gefallen. Also können wir vielleicht sogar Vorbildwirkung für die 55 anderen Piratenparteien auf der Welt bewirken. Ja, das ist ein sehr schönes Ziel. Wie siehst du den Verlauf bisher des Parteitags oder Bundesgeneralversammlung ist es ja? Was wünschst du dir noch? Oder ja? Ja, die Programmanträge sind ja verschoben worden auf die nächste Generalversammlung aus Zeitgründen. Finde ich schade, aber auch verständlich, ja, dass wir uns jetzt, dass es jetzt heute nicht zu chaotisch wird. Ich erwarte mir von heute, dass wir einen Bundesvorstand wählen, mit denen wir auch durch stürmischere Fahrwasser in Richtung Nationalratswahl 2013 kommen werden. Ja, da wünschen wir euch alles Gute. Ich denke, das Land kann es brauchen, wenn die Piraten mal mehr zu sagen haben. Und ich warte schon auf die ersten Streams aus den Ausschüssen und Parlamenten. Dankeschön. Dankeschön.